Moin, moin, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Supermarkt-Simulator. Weißt du, machst du eine Anmod und dann versagt die schlimme Stimme. Wir haben ja noch Milch rumliegen, wer es möchte. Aber die darf nicht draußen liegen, das sieht doof aus. Mitten in der Sonne Milch ist nicht so. Naja. So, ich habe das Lager meines Wissens aufgefüllt. Dürfte jetzt auch nichts mehr fehlen. Wir gehen erst dahin. Na, ein bisschen Licht anmachen macht schon mal Sinn. Aufmachen. Und dann gehen wir nochmal ins Lager. Ja. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, eigentlich könnten wir auch schon jetzt bestellen. Also nicht bestellen, sondern schon mal die Liste fertig machen. Na, so, dass dann. Komm, mach mal drei. Wenn das alles losgelaufen ist, der erste Tag, dass wir bloß noch bestellen müssen oder am Ende des ersten Tages, das Sinn macht, weiß ich nicht. Hey, probieren geht über studieren oder andersrum. Studieren über probieren, irgendwie sowas. So, ja, das kann ich ja. Naja, gut. Lassen wir es da drin. Milch haben wir noch etwas. Kommt zur Sicherheit. Ach, sonst noch irgendwie was? Ja, die. Oh, hier. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Gleich so viel Süßes am Morgen. Wer es möchte, gern doch. So. Warte, vor 11 schon Kunden, die an der Kasse stehen. Das ist relativ zeitig. Das wollte ich noch gucken. Damit das Spiel zwischen den Aufnahmen mal abgestürzt ist, lag hier jede Menge Zeug rum. Ich weiß, nö, ich habe sogar alles weggeräumt. Hier ist so viel Platz noch. Übrigens, das ist Kunde Nummer 2 Kundin in dem Fall. Ohne dass irgendjemand sagt, ich brauche Hilfe. Problem ist, wenn ich das jetzt sage, ne? Warte mal. Dreimal auf Holz geklopft, sollte helfen. 30 Cent zurück. Nicht, dass jetzt gleich der Erste kommt und brauche Hilfe. Ja, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn die jetzt zu der Zeit alle sagen, ich brauche Hilfe. Dann aber 8, 9 Uhr dann nichts sagen. Ich war doof. Ich klopfe auf Holz, ne? Und man hört es vielleicht im Hintergrund schon. Nee. Ein kleines bisschen der Nebendarstellerin. Nee, ich möchte auch zu hören sein. Ne? Okay, da brauche ich meine Hilfe. Aber erstmal 17, 2, 90. Gleich. Da brauche ich meine Hilfe. Wo denn? Da. Hm. Ja, darfst du nicht ansprechen. Das ist wie Beetlejuice, Beetlejuice und das andere. Wie heißt jetzt neuerdings Warner Fanta? Warner Fanta? Warner Coke. Stimmt, das ist ja. Gott, jetzt muss ich überlegen. Nächstes Wochenende Halloween? Nee, nicht ganz Wochenende.
Nächste Woche ja Halloween. Habt ihr den Kram auch mit? Frage ich jetzt mal so ganz ehrlich. Ich finde es immer lustig, wenn die Nachbarskinder klopfen und buh. Naja. Hier hast du deine Süßigkeit und dort ist die Tür. Also muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so meins, aber ja gut. Aber guck mal, wie ordentlich sie das macht, ne? So, ja, hehe. Schönen guten Tag. Ganz ehrlich, also Halloween, es gab früher, gab es ja sowas ähnliches. Mir fällt es auch zum Glück gerade gar nicht ein. Fand ich noch okay, habe ich mitgemacht, ja. Als Kind. Jetzt Halloween, teure Kostüme, sehr teure. Dann reicht das ja nicht, wenn du den bisschen Süßigkeiten gibst. Am besten schon noch ein. Was sage ich jetzt mal? Irgendwas Teures, aber naja. Nö. Hier hast du Tüte Gummibären. Bitte verlassen Sie die Gegend. Da. 5 Cent zurück. Das Schöne ist, ne, wenn dann wieder geklingelt wird. Nebendarstellerin, nenne ich sie jetzt ganz einfach mal, freut sich sowas von. Das ist wieder ein Abend, wo die komplett durchdreht. Na. Die 50 zurück. Weil, warte mal, wenn ich jetzt so sage, das ist Halloween, das heißt, bald ist Weihnachten. Da muss man sich am Kopf kratzen. Einfach aus dem Grunde, da muss man ja Geschenke raussuchen. Nö. Ich meine, ja, Weihnachten ist ja wenigstens was Schönes, ne? Essen Lebkuchen haben schon ganz gut geschmeckt. Da braucht übrigens jemand Hilfe. Macht auch Spaß, da Girlanden. Jede Menge Lichter rauszustellen. Ganz wichtig, gut ist die Frage, kennt das heute noch jemand? Bin gleich wieder da. Früher kenne ich das noch. In jedem Fenster stand ein Schwibbogen. Sah damals gut aus. Das war noch Weihnachten. Bist du nicht irgendwo lang gefahren und in den Vorgärten standen irgendwelche aufblasbaren Weihnachtenmänner? Nein, da war ein schöner Schwibbogen im Fenster. Das sah toll aus. Im Übrigen ist nebenbei mal so gesorgt, so ein kleines bisschen. Sofort mal da, gleich. Hatte ich schon mal gesagt, dass wir schon nur Level 100 geschafft haben? Wow! Das ist natürlich dann schon, ja, eine ganze Menge. Level 100. So, ja. Das habe ich jetzt mal gesehen in dem Dorf. Fand ich ganz lustig. Beziehungsweise jetzt vor kurzem nicht, sondern fahre ich öfter lang. Halloween wird auf der einen Straßenseite dekoriert, Weihnachten auf der anderen.
jetzt haben sie da noch ein drittes Haus in den Ecke gebaut. Mal gucken, ob die Ostern dekoriert. Finde ich lustig. Also, ob nur jetzt die Frau das dekoriert oder der Mann. Keine Ahnung, aber finde ich lustig. Ich weiß nicht, dekorierst du deine Wohnung, Haus, Grundstück, Zimmer, Keller? Auch zu Weihnachten oder Halloween oder was auch immer. Nur bei Ostern. Oder sagst du dir, nö. Das Geld behalte ich dann lieber. Das ist ja auch scheiße teuer, ne? Nicht, dass du sehe, die LED-Girlanden, nenne ich es jetzt mal. Gerade für Weihnachten, das ist ja dann nicht gerade billig. Du da drüben, wie machst du? Du lässt bestimmt Mutti das alles machen, ne? Ich meine, der hinten lässt das wenigstens von seiner Lebensgefährtin machen. Also, die Dekoration von Weihnachten und egal. So, warte mal, wir haben es 9. Hier ist relativ ruhig. Ich quatsch nur noch, statt zu scannen. Ja. Ja. Grund könnte sein, dass der Tag rum ist. Guck mal. Nur zwei Leute haben gejammert. Wir haben sogar fast, ja, Einkommen und Bestellkosten waren fast gleich. Oha. Und jetzt wird alles günstiger. Warte mal, eigentlich vom Ablauf her. Zack, zack, zack. Dann machen wir hier auf, Licht an und dann können wir die Preise machen. Das ist dann wie an der Tankstelle, wo mitten am Tag sich die Preise ändern. So, letzte Änderung da. 1,85, ne? E50 ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, 87, sage ich jetzt mal, ist auch noch vollkommen in Ordnung. Jungs, ich habe euch da mal was hingestellt. Ja, ich räume jetzt hier auch erstmal ein bisschen ein. Na, dann können die weiterhin vorne den Laden vollpacken. So. Dann, was haben wir als nächstes? Noch WC-Böff. Pat-Pat. Beim Wehren nennt das Hundefutter Pat-Pat. Wuff-Wuff, Jammer-Jammer oder in Schlimmfallen bestimmt auch mal Nerv-Nerv. Würden viel besser passen. So. Nee, nee, nee. WC-Buff ist voll. Ja, gut. Das ist halt der Nachteil, wenn ich das in der Folge schon bestelle, statt zu warten, bis das Lager leer ist. Bleibt halt was rumliegen. Und dann haben wir auch wieder irgendeinen Angestellten, der da steht und sagt, die Regale im Lager sind voll. Nehme ich meine Kasse auf oder zu? Meine Kasse ist auf. Sie brauchen Hilfe, sie werden geholfen. Dum, dum, dum. Was ist denn das? City Walk heißt das Lied. Wovon man eigentlich gar nichts hört, ne? Das ist nur Bass. Zack, zack, zack. 5305. Eine ganze Flasche Rupiko. Wow. Bestimmt von Mutti Taschengeld bekommen und wollte Bargeld haben.
Oder es wechseln lassen, so rum. Na, wir helfen mal hier. Erstmal, die Regale im Lager sind voll. Dann kommt ihr fest rein. Und dann gehen wir wieder zur Kasse. Genau, die Honig und Mutti und Kind. Zack, zack, zack. Das wäre mal noch was für das Spiel. Jahreszeiten. Nö. Obwohl. Dass du dein Laden schön für Halloween dekorieren kannst. Oder Weihnachten oder was auch immer du gerade möchtest. Wenn das sind jetzt alles, ich glaube, christliche Feiertage. Ist eigentlich auch um Spaghetti Monster Feiertage. Und ja, also ja, manches Regal im Lager ist voll, du. Na? Ja, das ist sowas, was mir jetzt gerade so eingefallen ist. Dass ich wenigstens das Klopapier einräumen konnte. Das ist wirklich mal eine Sache. Das ist wirklich von, wenn die Religion, ich glaube, ist anerkannt oder so ähnlich zumindest, vom Spaghetti-Monster, ja, einen Feiertag haben. Ein Tag von Bolognese oder so, Spaß. Das wäre geil. So, der Herr. Zack, 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 zack. Ich muss erst. Oh. Ganz kurz. Der Kunde da hinten braucht Hilfe. Junge Dame, schönen guten Tag. Haben Sie falsch gedrückt? $13,60. $13,60, das war total sinnlos. Hier sieht das schon ein Stück besser aus. Na? Hier immer noch nicht. Sie hätten noch was hinzufügen können. 51,15, naja. Für ihre Miezetatze. Ein bisschen Futter gekauft, ja. Zack, das ist auch so ein Einkauf, wo ich sage, steht immer noch Zeug draußen. So. 139,30. Wie ist das aktuell komisch mit dem Spiel? Na, also in der letzten Aufnahme gab es mal 2 oder 3 Ruckler. Jetzt in der Aufnahme 2, 3 mehr. Da ist jetzt wirklich die Frage, naja, am Rechner kann es nicht liegen. Da habe ich ja jetzt vor kurzem erst was Neues reingesteckt. Ich habe da mal Geld investiert. Hä? Nö, das ging mir schon ewig auf den Keks. Ich habe mir dann ganz einfach mal hier, pass auf, jetzt kommt es, Terabyte als SSD gekauft. Ganz ehrlich, es gab früher mal Disketten. Für 3 und noch was Megabyte. Und ich habe jetzt im Rechner da so, jetzt muss ich überlegen, 8
Terabyte insgesamt. Ich meine, jetzt hier so eine Aufnahme, die ist dann auch mal 280, 300 Gigabyte groß, bevor sie geschnitten wird und so weiter. Und dann lädt man halt mal so 5 Gigabyte hoch, das stört ja gar nicht. Das sind schon ein bisschen unterschiedliche Maßstäbe inzwischen. Sie können auch zu mir rüberkommen. Jetzt nicht mehr, jetzt hat die Dame meine Aufmerksamkeit. Also ich sag mal so, es gibt ja sicherlich auch Leute laut YouTube, die doch nicht mehr unbedingt 18 sind, sondern das mit Floppy-Laufwerk und so noch kennen. Das ist schon ein krasser Sprung ins Bin. Hat man früher gesagt, naja, das Spiel ist 5 Megabyte groß, oh Gott, oh Gott. Windows 95 kam mit 11 Installationsdisketten. 11? Ich glaube 11 waren es. Und ja, ich habe Windows 95 mit Diskette installiert zuerst. So, junge Dame. Ja, Sie können den Arm runternehmen. Das ist ein großer Einkauf. Na, und heutzutage... Ark Survival ist, glaube ich, 200 GB groß. Ja gut, dann ist das so ein einfaches Spiel. Also einfach. Ja, ein Spiel, so 200 GB. Oh ja, als ich noch Schüler war, ne? Als Schüler gearbeitet habe nebenbei. In der IT. Haben die Festplatten mit Gigabyte bestellt. In den Server gestopft. Hieß das ein Gigabyte? Oh, das reicht ewig. Ihr Jungs, ihr müsst ja langsam mal auffüllen. Was ist denn heutzutage ein Gigabyte? Es gibt ja, wie gesagt, du kannst dir kaufen so Festplatten mit 10 Terabyte. Nein, habe ich nicht gemacht, aber naja. Ich hatte ehrlich gesagt überlegt, aber es war mir dann doch ein bisschen teuer. Wo machen die Auffüller überhaupt was? So, haben wir noch Kunden? Schönen guten Abend, die Dame. Nö. Dann brauche ich ja auch keinen Unsinn dir mal vorquarten. Also nicht Unsinn, das war wirklich so. Früher und ja. Es ist schon immens gestiegen. Von SD zu 4K. Preisgestaltung. Ach komm, 1870. So, guck mal, das Lager ist fast leer. Die zwei Deppen stehen ja noch rum. Wir lassen aber einräumen in aller Ruhe. Also ich. Dann fülle ich das Lager auf. Und dann, wenn du dich entspannt hast, schaltest du ganz einfach die nächste Folge wieder ein. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.